Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Die Sims 4. Im letzten Part habe ich ja erfolgreich Emilia bekommen für ein Schauertestel-Mächtel und da werde ich natürlich weiter dran arbeiten. Allerdings ist es 0 Uhr und wenn sie nicht hier ist, ist sie natürlich zu Hause am Schlafen und ja, da will ich sie nicht stören. Ne? Okay, sie ist nicht hier anscheinend. Schade. Aber naja, dann schicke ich vielleicht meinen doch noch mal kurz nach Hause. Ja, doch, schicke ich mal nach Hause. Und ja, Jenna, die darf natürlich hier weiter in Magie üben. Wobei der eine Weise für die normale Magie da, der könnte auch einen neuen Stuff für Jenna haben. Eigentlich weiß ich auch nicht, was passiert, wenn ich es nächstes Mal verlasse, ob wir dann neue Weisen hier haben, aber besser, wir finden es nicht heraus. Zauberunterricht bitten. Das habe ich hier nicht gesagt, nach Hause gehen. Genau. Ich will nicht nach Hause. Weil für dich ist es Zeit zu gehen, auf jeden Fall. So. Für dich ist es natürlich Zeit zu gehen. Ja, schön, dass sie von der Tageslinie tot ist. Ach, schade, dass sie den Trank da nicht stehlen kann. Das wäre cool. Angespannt ist sie da. Eingefärscht. Das ist nervig. Vorbei. Scheiß drauf, das ist bald weg. Oder? Ja, ne? Ja. Cool. Dann passt das. Ah gut, irgendwo muss das Spiel ja versuchen, mich zu nerven. Wobei ich eigentlich auch dachte, der wäre ready jetzt um. Da ist es auf jeden Fall ready. So, und zwar... Möchte ich hier noch mehr... Ne, ist nicht ready. Aber egal, hier Foto, du darfst hier noch... Ja. Beibringen. Das ist ja egal, wer von denen. Weil überall eine gute Freundschaft ist. Wer bist du? Kaiwa Chandran. Okay. Wobei, später braucht Jenna ja viele Leute. Was heißt, eigentlich kannst du hier kurz aufhören, um mit ihr vielleicht zu plaudern, wenn sie bis da noch da ist. Die Frage ist, wo ist Emilia? Sie hier. Zufällig. Nee. Wahrscheinlich zu Hause am Schlafen. Kann ich mir gut vorstellen. Naja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt sie bald her. Dazu kommt sie wirklich her, da ist hier. Das wäre funny. Das wäre funny. Das wäre eine lustige Koinzidenz hier. Okay. Nicht Emilia. Andere Dudes und Dudies und ja. Und Kaiwa ist weg, schade eigentlich. Egal. Weil wir ja eh eigentlich erst das Magie-Level hier voll machen. Das ist eigentlich gut, dass die Freundschaft hier voll ist. Das ist richtig gut. Auch wenn der dann öfter auf die Nerven geht, wenn wir nicht hier sind. Naja. Das war der Preis, den man dafür zahlen muss. Wobei, er könnte auch den Preis dafür zahlen, weil wenn wir das haben, was ich von ihm haben will, ja, vielleicht geht er dann. Ah, Daryl ist hier. Der Mann von... Der Verlobte von Emilia. Wobei, es ist morgen. Deswegen kannst du mal herkommen. Und sie anrufen. Natürlich, um mit ihr darüber zu reden, dass sie den Daryl-Typen verlässt. Wenn sie nicht bereits hier ist, muss man einen dann abzuhängen, bitte. Hello. Please. Sascha. Ja, hör auf rumzubacken, Junge. Ja, ich weiß, es sind Leute, die du nicht kennst, hör auf rumzuscheißen hier, Mann. Wer ist Marie? Ach, das ist die Tochter von Aaron und
Dingsbums hier. Aaron. Du Drecksack, Junge. Weihnachtsmann, ey! Ey! Aber vielleicht hätte Aaron. Wäre es besser, wenn Aaron nicht gestorben wäre wegen anderen Punkten, aber naja. Egal. Emilia wird gleich da sein. Nice, nice, nice. Bitte, 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 bitte. Hier ist auf jeden Fall Emilia, auch wenn man sie noch nicht sehen kann. Und ja. Deswegen schwapp ich mal kurz zu Gina, um zu gucken, was sie hier unterrichtet werden. Genau. Und dann bitte nochmal unterrichtet werden, weil das eine gute Sache ist. Oh, cool. Funktionalmagie kann auch beigebracht werden. Geilo. Wobei. Was mache ich hier? Nein, 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 nein. Bis dann wird es im orangenen Bereich sein. Deswegen. Wo ist das? Hier ist das. So. Mann, so viel Scheiße momentan einfach. Nützlich ist aber auch Scheiße. Naja. Egal, trinkt das. Danach dann die funktionale Magie. Und meiner, der ist beschäftigt mit Emilia, indem er sagt, yo, verlass doch den Devil Spasten. Der ist eh nichts. Könnte klappen, kann aber auch nicht klappen, weil ich sie ja leider wahrscheinlich immer noch nicht verführen kann. Warum auch immer. Nee. Vielleicht, wenn ich in Horny-Mode gehe. Komm, die Fremden sind weg, Alter. Kein Grund, durchzudrehen. Oh, Daryl bekommt das mit. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Ich lasse ihn das mitbekommen. Perfekt. Das war zwar nicht geplant, aber hey. Ich feiere es. Tja, Daryl. Wenn du wüsstest, was ich mit ihr unter der Dusche getrieben habe. Aber gut, er kann sich das ja denken. Yes, er fühlt sich so betrogen. Yes. Und der haut einfach ab, ohne sie zu ohrfeigen. Und sie hat Köstlichkeit gelernt. Yes, sie kann Essen herzaubern. Cool. Und der eine Typ da ist einmal frieren, vermutlich. Aber gut, das ist mir egal eigentlich. Ich wollte es nur anmerken. So. Damit man da Bescheid weiß, weil, ja, kann ja ruhig erfrieren, der Boy hier. Wobei, vielleicht ist das auch einfach nur der Skin. Mal schauen. Nein, 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 nicht abhauen, Emilia. Ja, hier. Und ich habe Spaß haben, Lady. Bitte gehen Sie einfach weg. Weil. Ah nein, ich glaube vielleicht Beziehung. Und dann muss ich das machen. Wie auch immer. Es packt ja manchmal so oder so rum. Jenna, was musst du machen? Gar nichts. Ja. Aber ich glaube, wir können mal gucken. Weil ich glaube, es ist Zeit vielleicht für neue Magie. In Form von Nähe. Okay, bei ihr schon mal nicht. Wie sieht das bei Morgüne aus? Wobei, Morgüne und Faber sind ja eh fast komplett fertig. Schätze ich mal, ne? Das ist ja der meiste Progress. Nee, auch hier nicht. Machen wir trotzdem Zauberunterricht. Bei ihm einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Einfach mal die Weisen ausswappen, sozusagen. Und ja, hier mal weiter mit meinem Chant Media. Jenna ist ja nicht mehr weit entfernt davon, der letzte Level der Magierin zu erreichen, der Zauberkunst zu erreichen. Ja, ging schneller als erwartet tatsächlich. Und sie ist meine Freundin. Das heißt, wir versuchen mal. Nee, geht leider nicht. Da weiß ich das doch, Mann. Also mein Char weiß auch, aber. Emilia, wo bist du? Wo rennst du hin, Mann? Ist nicht cool, einfach wegzurennen? Weil ich weiß, du willst auch wahrscheinlich Magie-Scheiß machen, aber nee. Girl, das geht so nicht. Überzeugen, Ehepartner zu verlassen. Komm, mach das eben und dann verpiss dich. Weiß zwar nicht, warum das auf einmal angezeigt wird und warum nicht, aber ja. Vielleicht muss ich dafür glücklich oder horny sein. Ja, oder das Buggy. Was ich eher denke. Nein, 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 nein. Warum ist da ein X? Nein, 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 nein. Das geht so nicht. Scheiße, ich kann es nicht nochmal auswählen, oder?
Ich weiß nicht mal, was die Scheiße soll. Ah, okay, ich kann es nochmal auswählen. Und ich wähle das jetzt nicht nur einmal aus, sondern ich wähle das zweimal aus. Jetzt bitte mach das einfach. Sascha! Steh nicht rum! Wenn dann ein krasses Duell am Abgehen ist. Cool. Schön im Background. Ah, der Typ da hat verloren. Cool. Nein! Es wird jetzt nicht abgehauen. Verlass erst deinen Ehepartner. Und dann kannst du abhauen. Perfekt. Sehr gut. Dann verpiss dich. Das war alles, was ich von dir wollte, Emilia, weil, ja, dann kannst du eigentlich gehen, weil, warte mal kurz, eigentlich kann Jenna kurz einen Zauber machen, einfach damit sie halt auch levelt, wenn sie nicht mehr am Trainieren ist, ist sie, okay, ja gut, aber kann ja trotzdem dann hier was zu essen hinzaubern, während mancher sich wundert, hö, Essen ist, Ah, geil, Mann. Ich hab's geschafft, wieder einen Schritt weiter zu sein. Wenn Jenna vermutlich auch ein paar Schritte weiter kommt in der Zaubermagie, ist ja auch richtig weiter am Kommen hier. Reste nehmen, perfekt. Gut, ich wusste gar nicht, dass noch Reste da sind, aber geil. Weil, wenn nämlich hier das letzte Mal gekocht, keine Ahnung mehr. Ah, gut, meiner muss auch schlafen und Hälfte. Wir sind halfway through, Leute. We are halfway through. Das ist geil. Mal schauen, weil wir kennen, glaube ich, keine verheirateten Leute mehr, ne? Oder vergebene Leute sozusagen. Schau mal. Ja, nee, meiner nicht. Nicht welche, die ja schon. Ja, Björn fehlt. Der wird die Nummer 6 gewesen. Aber Björn ist ja tot, das heißt, es zählt leider nicht. Meiner geht da nach Hause. Und ich schau mal bei Jenna. Junge, du sollst jetzt aufessen. Ach man, du bist so dämlich manchmal. Aber egal, wie sieht das bei Jenna denn so? Kennt sie irgendwen, der verheiratet ist, den wir noch nicht hatten? Nö, also wer vergeben ist, ist Rieko. Aber ich weiß nicht, ob das klappt, weil es kann sein, dass sie nur auf Frauen steht. Ja, Grace ist, glaube ich, nicht in einer Beziehung, auch wenn ich das erst dachte, weil die halt mit einem Mann zusammen wohnt, aber die sind nur Friends oder so ein Scheiß. Ja. Wie auch immer, so. Kann ich das nicht wegräumen? Nee. So. Ja, dann räumt es halt auf, ist egal. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht Anzeigebug oder so? Keine Ahnung. Weil es sieht ja noch gut aus. So. Sieht noch aus, als könnte man es essen, aber irgendwie. Ja. Ah, vielleicht hat meiner das auch einfach aufgegessen und es war ein Anzeigebug oder so ein Scheiß. Naja, ist ja auch egal. So. Wobei, wir könnten mal wieder was mitgehen lassen, Jenna. Und zwar würde ich sagen, oh, ihr seid hier unten. Ja doch, ich will was zeigen eigentlich. Und zwar müsste ich das auch mitbekommen, wenn ich hier Magie, Zauber, Diebesgut, oder? Bitte bemerkt das. Ne, vermutlich nicht, ne? Das habe ich schon vorgelesen. Wieso bemerken die das nicht? Ich will was zeigen. Weil es gibt dann einen Trick, um das zu umgehen. Weil normalerweise kann man ja nicht stehen, wenn man es erwischt worden ist, aber ja, irgendwie klappt das gerade überhaupt nicht. Deswegen, ja. Muss ich das später irgendwann zeigen, aber ist okay. Hab ich nicht mal gesagt, geh nach Hause? Warum bist du noch hier, verpiss dich? Ich habe aktuell keinen Nutzen für dich, deswegen. Geh mal nach Hause, tja, ruh dich aus. Du bist müde. Und ich will keinen Trank verschwenden, weil die sind kostbar. Klar, wir können viele herstellen und so. Vor allem, weil Jenna eh fast auf letzter Stufe ist, wobei ich sie dann ihr dann den letzten wirklich wichtigen. Also den wichtigsten Skillpunkt gebe und dann ändert sich eher einiges. Nancy, von der Landgrab Stromversorgung, was wird die denn schon wieder? Ja, Schnauze, Alter. Sehr gut, das war nur ein Test, ob du bereit bist. Du kannst dich bei der nächsten Abrechnung über einen Rabatt freuen. Ja, du kannst dich bald über eine Kugel in deinem Kopf freuen, ganz ehrlich, ey.
Wer lässt so jemanden die Stromversorgung leiten? Ganz ehrlich. Das ist das zweite Mal, dass sie den Strom abstellen. Also ganz ehrlich, in Real Life wird es da eine Meuterei geben, ganz ehrlich. Wird es Menschen gehen, die durchdrehen. Verständlicherweise, weil was soll das? So. So ein Scheiß, ey. Aber kann ja nur den Entwickler EA und Maxis einfallen, den Trotteln, ganz ehrlich. Aber gut. Ich kann leider die Entwickler nicht anzünden, was ich echt manchmal echt gerne machen würde, aber manchmal, aber dann denke ich mir auch, scheiße, die machen die Spiele, die ich richtig feier und so. Ja. Ich feier Sims, so. Auch wenn es manchmal anders rüberkommt, vermutlich, aber ja gut, will man es mir verübeln? Ich meine, warum machen die so eine Scheiße? Das ist das zweite Mal, dass der Strom abgestellt wird. Klar, ich habe Kerzen, aber jeder, der nicht so, der das nicht weiß oder stellt euch mal vor, es ist ein Anfänger, ja? Im Spiel. So, der weiß nichts von diesen Kerzen. Der weiß nicht, wie er das umgeht mit dem Stromausfall. Der hat doch dann keinen Bock mehr auf das Spiel. Der holt dann keine DLCs vielleicht. Der denkt sich ja, scheiß EA, scheiß Maxis. Scheiß Sims. Vielleicht. Wer weiß, könnte ich mir gut vorstellen, dass jemand so denkt. Wäre absolut nachvollziehbar. Und ganz ehrlich, Entwickler, selber schuld dann, wenn die Verkaufszahlen runtergehen wegen so einem Scheiß oder wegen anderem Scheiß. Wie diesen, wie die Lebensstile und Ängste. Die einfach scheiße sind. Ganz ehrlich. Das ist Rotz. Vor allem kannst du den nicht ausstehen, den Scheiß. Was absolut eine Frechheit ist. Aber gut, so sind sie halt, die Spasten. Und ja, ich glaube, der Part geht länger als beabsichtigt tatsächlich. Deswegen mache ich hier mal einfach einen Cut. Und ja, Jenna wird dann im nächsten Part die letzte Stufe erreichen. Vermutlich.